ich habe jetzt auf Kommando gerübst und das ist das Intro zum heutigen Video. Hallo, na, wie geht's? Wir gucken uns heute ein neues Video von Kein Konzept an, lange nicht mehr drin gewesen. Let's fucking go. Video heißt Monte und Knossi lieben sich, Twitch am Limit 77. Wir gehen rein. Moin, ihr könnt jetzt abstimmen, an wen die nächste Spende geht. Nummer 1. Das nächste Dankeschön an den Mähdrescherfahrer vom letzten Mal am Ende. Nummer 2. Wenn wir schon bei dem Thema Nasen-OP sind, Elotrix würde sich freuen. Nein! Nummer 3. Monte, damit er mich nichts treibt. Kuckuck! Kein Konzept legendär und die Kids. Ich würde Elotrix nehmen. Das ist Twitch am Limit. Wie gut ist denn der jetzt? Kriegen wir jetzt mal eine Info hier rein? Die Dinger gibt's nicht auf Amazon. Verlosen! Hier schreibt einer, verlosen! 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 An meine Community! Das war viel zu geil! Was soll denn der Scheiß? Verlosen! Fühl ich aber, Digga. Hättet ihr auch nicht verdient. Ja, komm. Ist egal. Ich hab... Ja, was sollen wir spielen? Was? Alter, das kannst du nicht mit mir machen, Alter. You wish my mind, you make everything for fun. Ich wäre fast gestorben, Mann. Das kannst du nicht machen. Ey, vorsichtig, Junge. Digga. Tom. Ich bann dich hier gleich raus, du Arschloch. Was für vorsichtig. Du brauchst jetzt gar nicht schockiert machen. Nein, auf schockiert machen braucht ihr jetzt nicht. Wo sind jetzt die Haarausfall-Jokes? Schmeckt der Tisch? Oh, Digga, da ist doch safe Asche und sowas drauf. Alter. Salzig, Alter. Komisch, ey. Klebrig. Moin, moin, meine aktiven Hurensohn! Grüße aus IG Green David! Hat er gut, gut hinbekommen, muss ich sagen. Die einfach nächstes Jahr ein neuer Avenger sein wird. Die oh, und ich will der Bösewicht sein, der den Avenger pickt. Das ist so eine, damit die Photosynthese... Ah, das ist hier die Erwachsenenfilme-Darstellerin, oder? Moment, ich verdecke hier gerade eine junge Dame. Vollziehen kann die Pflanze noch. Ja? Damit die auch so nichts... Ja. Warte, was? Ich habe jetzt nichts gehört, Digga. Nochmal. Ah, nochmal! Das ist so eine, damit die Photosynthese vollziehen kann, die Pflanze noch. Damit die auch so nichts... Danke. Ja. Die Pflanze ist nicht das Einzige, was an dem Tag gewachsen ist. So. Was ist denn noch? Haare? Haha! Lustig, dass du so einen Joke machst, wenn du keine Haare hast, du Spassi! Char hat heute einen witzigen Tag und versucht, bei seinen Kollegen lustig rüberzukommen. Das World Series of Warzone. Das $300.000 Turnier. Ich weiß gar nicht, wie man sich da anmeldet oder so, I don't know. Eigentlich bekommt man da ein Ding, E-Mail. Okay, ich hab gar nichts bekommen. Ich hab auch nichts bekommen, komisch. Ich hab noch eine E-Mail bekommen, den einfach 30-seitiger Vertrag von Activision. Ich hab auch mal safe nicht unterschrieben. Kannst du sicher sein, im nächsten Call of Duty ist auf einmal dein Gesicht als Skin drin. Und passend zur Halloween-Aktion. Du musst dir vorstellen, der allerletzte Platz. Ich muss ehrlich sagen, Digga, das finde ich sehr unterhaltsam, wenn Leute versuchen, lustig zu sein, aber halt der Joke einfach nicht zündet. Das finde ich geil. Das finde ich guter Content. Das finde ich nice. Und wisst ihr, da wünsche ich mir auch einfach mal selbst von mir, dass ich einfach nicht lustig bin. Weil meine Jokes sind einfach immer gut und es wird auch immer gelacht, wenn ich Jokes mache. Und ich würde es mir einfach mal für mich selber wünschen, dass ich mal irgendwie einen Joke bringe, der nicht lustig ist, Digga, und keiner lacht. Das würde ich gerne mal sehen bei mir. Aber schwer bei mir, wirklich. Schwer. Ist irgendwie angeboren auch, dass ich lustig bin. $800. Wow, wie gütig. Also, was Lieblingsessen von Autos? Parkplätzchen. Lacht. Person. Alter, überleg mal, du würdest als Belohnung einfach einen reibungslosen Server bekommen. Das wäre auch schon krass, ehrlich. Wir haben uns getrennt. Gott hat einen Engel geschickt, der mich... Ah, haben die sich getrennt, Digga? Hier, Cymex. Cymex heißt ja richtig. Teilen sollte. Ich habe es geschafft, dass die Frau meiner Träume, die... Hat die nicht mal betrogen? Also ich habe das gar nicht verfolgt, wirklich null. Haben die denn aber... Also hat die nicht mal... wurde nicht mal betrogen oder so? Wach, meinen Heiratsantrag angenommen hat, mich hasst. Yo! Also, wenn man sich jetzt den Stream anschaut, wie könnte der heißen, sag ich mal? Thomas. Yo, warum lacht man über Thomas? F an alle Thomasse, Digga. Was ist an Thomas so lustig? Thomas ist ein normaler Name, Bro. Hä? Oha. Ja, oder? Sieht doch aus wie so ein Thomas. Hast du schon mal im Wald
Free Thomas. Nee, danke schön. Ich hab schon mal. Hast du mal einen Wald gewichst? Junge, stellt euch vor, ihr arbeitet. Erster Tag bei McDonald's im McDrive. Denkt euch, ey, ist ein entspannter Job, Digga. Einfach essen geben, kurz mit den Leuten sagen, wie teuer es ist, Bruder. Und dann fährt ein Typ mit seinem Auto vor, der in sein Handy reinredet. Und das Erste, was ihr hört, ist einfach: Hast du schon mal einen Wald gewichst? Digga, BTF. Im Wald glaubt mir eh wieder keiner. Ist mir auch scheißegal. Im Wald hatte ich bis jetzt. Lass mich nicht lügen, Digga. Nee, ich hatte noch nie Sex im Wald, Digga. Reizt mich aber auch nicht. Verkommst du immer hier? Oh Gott! Ist das ein Anzeiger? Hey, hey. 2016. Da hat sie mir geschrieben, dass meine Videos cool sind, weil das war die Zeit, wo meine Facebook-Fails die ganze Zeit geklaut worden sind und bei Instagram bei Facebook hochgeladen wurden. Und ja, da hat sie mich angeschrieben und gesagt, ey, geile Videos. Und dann meinst du, ja, wir können ja trotzdem Sex haben, wenn du willst. Und jetzt haben wir einen Kenny. Romantische Geschichte, Digga. So ist das, meine Freunde. Ist Real Talk tatsächlich so passiert? Ist kein Spaß. Effa Nathalie. Alter, das Knie hat mich gerade irgendwie ein bisschen erschrocken, Digga. Das Knie sieht richtig haarig aus und riesig. Sieht aus wie ein Berg. Ja, ich weiß, also ich weiß, dass Nathalie mich auf jeden Fall sehr gut findet. So, ich weiß, Nathalie könnte sich auch was habe ich denn da gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe kurzzeitig Gott verdammt. Ja, mehr als Freundschaft vorstellen. Wie steuert man ein Motorrad in der Luft? Schnauze. Ja, aber bis jetzt alles, warte mal nochmal. Bis jetzt, was ich gesagt habe, würde ich auch so zustimmen. So. Ich weiß, Nathalie könnte sich auch, mehr als Freundschaft vorstellen mit mir, weil ich halt auch einfach süß bin. Richtig, ja. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was der jetzt rauskommt, Digga. Eine Woche vorher. Erste Frage. Würdest du was mit Moji anfangen? Okay, also jetzt richtig ernst, ja? Ernst. Nein. Was für nein? Ja, aber ey, Chat, das war auch einfach gelogen von ihr. Wisst ihr, da stehe ich jetzt wieder da wie ein Idiot, das war aber auch einfach gelogen. Und wenn ich jetzt Nathalie anrufe, okay, und sie jetzt nochmal frag, vertraut mir, Digga, die ist jetzt ehrlich. Komm, ich rufe die jetzt an. Ich weiß, die ist im Urlaub, ist egal. Die muss auch mal hier ein bisschen arbeiten im Urlaub. Ich rufe die jetzt an und frag die, okay, und ich werde die nicht bequatschen. Ich sag einfach bloß, die soll ehrlich sein, okay? Jo, Knilch. Eine kurze Frage, ich bin live. Ich möchte jetzt. Ja. Kannst du mir eins versprechen, okay? Was? Ich verstehe dich ganz schlecht. Nein. Kannst du mir eine Sache versprechen? Ja. Sei bitte ehrlich jetzt, okay? Okay. Aber wirklich ehrlich. Okay. Jetzt keine Faxen. Ja, okay. Bist du traurig? Du hörst dich so traurig an. Nein, Knilch. Okay, jetzt hör mir zu. Ja. Könntest du dir vorstellen, was mit mir zu haben? Sei ganz ehrlich. Warum werde ich getimeout? Wenn du gesagt hast, Pokémon Unite Trash ist, hä? Wieso kriegt der nur ein Timeout? Das ist doch ein Bann. Oh, ärgerlich. Der folgt seit 2 Jahren. Niki, hol die Lupe! Ich hab Angst, nach hinten rauszugehen, dann killt er mich! Ich kenn meinen Timeline! Nein, ich hab's im Gefühl. My heart went. Ich fahre jetzt sogar los! Hier muss man ruhig sein, hier hast du Ich möchte nichts mehr davon hören. Nichts. Ja, bitte. Man legt mich einfach auf. Was? Man legt mich einfach auf. Mein Handy ist runtergefallen. Ich habe kurz ausgerutscht. Warum bist du so? Möchtest du deine Aussage korrigieren? Warum fragst du das? Ja, einfach so. Für den Chat. Knilchi, kennst du das, wenn man eine Person schon so gut kennt, dass man sich gewisse Dinge einfach nicht vorstellen kann? Nee. Ja, was ist das bei uns, Knilch? Also willst du dich mit mir haben, weil du mich so gut kennst? Dann würde ich sagen ja, aber so nein. Und das zählt als ja! Und das kann man als ja werten, Chat! Ja, eigentlich schon. Ja! Kein Konzept, was jetzt los hier, Junge? Was jetzt? Sag, wie wir es machen würden, Nathalie. Bitte? Nee, das war auch ein bisschen too much. Ich will dich auch gar nicht lang noch aufhalten im Urlaub. Du bist ja gerade auf Griechenland, richtig? Auf Griechenland?
ja, schönes Land. Trink noch ein bisschen Saki für mich mit und dann hören wir uns, wenn du wieder da bist. Ja, alles klar, Tschüssi. Jo, Tzatziki, bis dann, Nathalie. Jo, tschüss, Nathalie, tschüss. Und da habt ihr es nämlich gerade gehört. Da habt ihr es gerade gehört. Das war ein Jahr. Das war ein Jahr. Das war ein Jahr. Ich will nie wieder irgendwas von euch hören, dass ich gekorbt wurde von Nathalie. Nie wieder. Nie wieder. Weiter geht's. Friedliche Mikrofone, ne? A few moments later. Ist das laut? Wow! Test, 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 test. Ich schlafe heute hier. Das erste Mal schlafe ich heute hier. Nee, wir schlafen nicht zusammen in einem Bett. Doch. Kennt ihr das, Chat? Wenn ein Haus zu groß ist, wenn du denkst, hier muss es spuken, ey. Hier ist bestimmt schon drei Leute drin gestorben. Kennt ihr das, Chat? Und dieses Haus hier ist so ein Haus, bei dem du denkst, das ist einfach... Wie das aussieht. Du hörst Hall. Wenn du... Ah! Hör doch mal. Ah! Ah! Hört ihr das? Ja, aber ey, fühle ich, was er sagt. No joke. Ich fühl's. Weil ich könnte, glaube ich, alleine in so einem riesigen Haus auch nicht wohnen. Also fühle ich schon ein bisschen, was der gerade gemeint hat. Wieder mal kein Konzept. Videos, die keiner checkt, check die Klicks. Ich mach Memes für die Kids. Stecke so viel Arbeit in die Videos, sieht man das? Sieht man das? Aktiviert die Glocke, damit die auch nichts verpasst. Meine Clips, so ein geiles Produkt. Du wurdest gekauft? Nein, wurde ich nicht. Also abonniere kein Konzept. Oder Big Mac, Bundy Mac. Deswegen habe ich mir jetzt das komplette Outro gegeben. Gefällt mir gut, hat mir gut gefallen, das Video. Und ey, ich sag dir jetzt eins. Wenn dir dieses Video auch gefallen hat, dann lass doch jetzt einfach gern ein Like da. Weißt du? Würde mich freuen. Ist kostenlos. Like. Ein Like ist immer cool, Mann. Yo. Ja. Zum Abschluss des Videos von Mojizzy möchte ich nochmal ganz kurz einen Zaubertrick vorführen. Und wenn ich den gemacht habe, endet das Video. 3, 2, 1. Bis zum nächsten Video.